willkommen zu Stamp Your Dream. Heute werden wir einfach mal was zu zweit designen. Und zwar machen wir eine Wachsmalertechnik. Dafür habe ich einmal gibt es leider nicht mehr die Watercolor Wonder. Das waren so Wachsmaler, die man auch mit Wasser vermalen kann. Man kann aber auch jeden anderen Wachsmaler einfach dafür nehmen. Ja, und dazu haben wir hier meine kleine Assistentin, die einfach mal auch so ein kleines Fähnchen in dem Fall, das ich schon ausgestanzt habe, ein bisschen wachsmalert. Für den nächsten Teil brauchen wir ein heißes Bügeleisen. Das habe ich hier schon mal aufgeheizt, in dem Fall mit ein bisschen Alufolie. Und dann legen wir das einfach da drauf und bügeln. Wichtig ist, dass es viel Farbe hat. Dann seht ihr hier, dass auch die Farbe so ein bisschen abgeht. So. Und so sieht es aus. Das kann ich also als Hintergrund nehmen. So, jetzt machen wir nochmal eine andere Technik. Das Bügeleisen ist immer noch warm. Eine andere Technik ist, das Ganze ist jetzt noch warm. Ich kann auch direkt hier drauf malen. Dann schmilzt das sofort. Geht mit jedem Wachsmaler. So. Und dann nehme ich meine andere Flagge. Und pack das Bügeleisen nochmal da drauf. Na, den Marker hier nicht. Kinder sollten es nicht alleine machen. So. Genau. Dann lassen wir einfach den weißen Rand. Macht nichts. So. So sieht das Ganze dann aus. Ist halt mal als Hintergrund meine etwas andere Art. Kann man natürlich mit Kindern toll machen, die können das anmalen. Und sieht mal ganz klasse aus. Ja, so viel dazu. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.